Die Wikinger gelten als erbitterte Kämpfer. Doch die Darstellungen ihrer Gewalttaten und Plünderungen erzählen nur die halbe Wahrheit. Sie sind ebenso geschickte Seefahrer wie Entdecker. Talentierte Handwerker, Händler, Politiker und sogar Dichter. Ab der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts erobern die sogenannten Nordmänner unter anderem Teile von Britannien und Irland. Belagern Paris, spinnen komplexe Handelsrouten bis nach Konstantinopel und Bagdad und werden zu den ersten Europäern in Amerika. Aufstieg und Niedergang der Wikinger markieren eine abenteuerliche Reise rund um den Globus. Warum verlassen sie Skandinavien und werden zu Eroberern? Wer waren sie wirklich? Der Begriff Wikinger bezeichnet eher eine Tätigkeit, nicht aber eine Nationalität. Es ist die Seite der Skandinavier, mit der sie nach außen traten. Wikinger bedeutet Seekrieger oder Pirat. So verstanden zeitgenössische Quellen den Begriff. Die Wikinger gehörten zur skandinavischen Bevölkerung. Sie brachen zu Raubzügen auf, trieben aber auch Handel. Die Wikinger waren keine einheitliche Gruppe. Sie werden ab Ende des 8. Jahrhunderts in historischen Überlieferungen erwähnt. Auch wenn die ersten Raubzüge der Wikinger vermutlich bereits in der Mitte des 8. Jahrhunderts stattfanden, beginnt für die meisten Historiker die Zeit der Wikinger erst im Jahr 793. Mit dem Überfall auf Lindisfarne, die heilige Insel im Norden Englands. Die Suche nach den Motiven führt in ihre Heimat und zu den Lebensumständen im 8. Jahrhundert. Warum kamen so viele aus Skandinavien? Mit dieser Kernfrage beginnt die Geschichte der Wikinger. Nordeuropa im frühen Mittelalter. In weiten Teilen ein raues, unwirtliches Gebiet aus Bergketten, Fjorden und zerklüfteten Küsten. Geformt von den Kräften arktischer Gewässer. Die Winter sind lang. In der Kälte zeigt sich die Sonne nur wenige Stunden am Tag. Es gibt viele Wälder und Berge, aber nicht genug gutes Ackerland. Tausende Jahre arrangieren sich die Menschen mit den kargen Verhältnissen. Sie leben von Landwirtschaft, Jagd und Fischfang. Im 6. Jahrhundert gab es eine Klimaanomalie. Der Himmel im Norden verdunkelt sich. Vulkanausbrüche tragen Aschewolken nach Europa. Nach Monaten ohne Sonne bleiben die Ernten aus. Die Menschen hungern. Die Lage besserte sich im 8. Jahrhundert. Es begann eine lange Periode mit recht stabilem Klima und ohne Plagen. Skandinavien und andere Regionen erholten sich wieder. Um Anhänger für sich zu gewinnen, muss ein Häuptling der Wikingerzeit die Menschen irgendwie motivieren.
indem er Landwirtschaft aufbaut und Nahrung verteilt. In Skandinavien gab es nicht viele Ressourcen. Deshalb begann man, über den Tellerrand hinauszusehen. Die Menschen im nördlichen Europa erlebten damals einen sozialen und ökonomischen Wandel. Aber es waren die schwierigen Verhältnisse in der skandinavischen Landschaft, die die Wikinger dazu veranlassten, sich nach außen zu orientieren. Für die Menschen damals sind übernatürliche Dinge real. Sie sehen ihr Schicksal in den Händen vieler Götter und mythischer Wesen. Allen voran Odin und Thor, furchterregende Krieger. Wer tapfer genug ist, darf nach dem Tod auf dem Schlachtfeld einen ewigen Platz in Valhall erhoffen, dem Kriegerparadies im Jenseits. Valhall wurde offenbar als Belohnung dafür betrachtet, im Kampf zu sterben. Ein guter Weg, Menschen auf den Tod vorzubereiten. Wenn du im Kampf umkommst, gelangst du an einen besseren Ort. Lange vor den Wikingern waren berühmte Krieger mit der Völkerwanderung durch ganz Europa gezogen. Nach dem Untergang des Römischen Reichs entsteht ein Machtvakuum in Europa. Ab dem späten 4. Jahrhundert wandern viele germanische Stämme verstärkt nach Süden und Westen. In dieser Zeit etablieren die Skandinavier ihren Ruf als geschickte Händler, aber auch furchterregende Krieger. Damals erzählte man sich in Skandinavien viel über die Vergangenheit. Junge Männer wuchsen mit den Legenden über die Helden der Völkerwanderung auf. Und als sich die Lebensverhältnisse wieder stabilisierten, wollten sie losziehen und selbst berühmt werden. Krieger zu sein war etwas Besonderes. In solchen Gesellschaften begann dieser Traum schon in der Kindheit. Denn wir haben viele Gräber gefunden, in denen Kinder mit Waffen bestattet wurden. Sie haben nicht selbst gekämpft, waren aber Teil dieser Kriegerkultur. Du bist nicht nur auf dem Schlachtfeld Krieger, auch in der Kunst, Poesie und Dichtung. Es kann ein ganzes Leben eines Wikingers bestimmen. Ein Kämpfer zu sein, erfordert Mut. In der nordischen Kultur gehört Gewalt von Geburt an zum Leben. Sobald Jungen alt genug sind, ein Schwert zu halten, wird ihnen Kampfgeist abverlangt. Den Begriff Ehre nahmen die Wikinger sehr ernst. Sie würden alles tun, um sich den Ruf eines ehrenhaften Mannes zu sichern. Das ging am besten, wenn sie an Kriegszügen teilnahmen. Zu Beginn des Wikingerzeitalters würde man ihre Gesellschaft als ziemlich schlecht organisiert vermuten. Tatsächlich glaubte man, dass jeder lokale Anführer sein eigenes Süppchen kochte. Zeitgenössische Quellen belegen aber, dass sie eine sehr organisierte Gesellschaft war.
Skandinavien bestand wie das frühe angelsächsische England aus kleinen Königreichen, die untereinander ständig in Machtkämpfe und Kriege verstrickt waren. In dieser politischen Landschaft erkennen die Leute einen König an, wenn es nötig ist. Es gibt viele Kleinkönige und Häuptlinge, aber auch eine Hierarchie, die in Zeiten von Bedrohung und Krieg aktiviert wird. Konkurrenzkampf prägt diese Gesellschaft. Gewalt ist ein Mittel, sein Ziel zu erreichen. Oder man kommt durch Überfälle auf Nachbarländer zu Ehre und Reichtum und damit zu Ansehen in der Heimat. Konkurrierende Verwandte machen sich auf Raubzügen in der Fremde einen Namen und erlangten so zu Hause einen Bauernhof, den Häuptlingssitz oder den Rang des Königs. Das war so üblich im Skandinavien zur Wikingerzeit. Nicht nur Grundbesitz verschafft Macht und Ansehen, auch Reichtum und Ruhm. Es gibt viele Erklärungsversuche, warum sich Skandinavien zum Ende des 8. Jahrhunderts so veränderte. Die ökonomischen Grundlagen waren vor allem Landwirtschaft und Fischfang. Durch die großen Küstengebiete in Dänemark und Norwegen waren die Skandinavier selbstverständlich auch Seefahrer. Und sie waren mit weiten Reisen vertraut. Die Menschen fuhren seit Jahrtausenden an den Küsten entlang. In der Steinzeit mit dem Einbauen, während der Bronzezeit in Fellbooten und in der Eisenzeit mit großen Ruderbooten. Heute fragen wir uns, wie sie in diesen Booten mit hohen Wellen, Wind und rauer See zurechtkamen. Sie kannten das Meer und hatten keine Angst. Sie beherrschten ihr Boot und konnten damit auch länger auf See bleiben. Das Zeitalter der Wikinger begann eher unscheinbar. Sie trieben Handel, reisten an den Küsten entlang und erschlossen sich dabei neue Reiserouten. Die Skandinavier handelten schon vor der Wikingerzeit mit dem Kontinent und mit England. Ein Beleg dafür ist die berühmte Grabstätte bei Sutton Hoo in Suffolk, die sehr an bedeutende Gräber in Zentralschweden erinnert. Es muss also Verbindungen zwischen diesen Königen und dem Adel gegeben haben, möglicherweise durch Heirat. Im englischen Sutton Hoo entdecken Archäologen im Sommer 1939 ein außergewöhnliches Langschiff. Eines jener Ruderboote, die vor der Wikingerzeit das Meer zwischen Britannien und Skandinavien befahren. Zwei Kulturen, fortschrittlich im Schiffsbau. Das Schiff von Sutton Hoo ist offenbar kein Segel, sondern ein Ruderboot. Trotzdem haben wir es mit einem absolut seetauglichen Boot zu tun. Seine Konstruktion verbindet die Schiffsbautradition aus dem angelsächsischen Raum mit Techniken, die einige Jahrhunderte früher in Skandinavien und Norddeutschland entwickelt wurden. Wir haben in Norwegen eine Schiffsbautradition, die mehr als 1000 Jahre zurückreicht und die noch immer von Bootsbauern gepflegt wird.
Typisch dafür ist die Klinkertechnik, eine Methode der Beplankung. Dabei werden die Planken überlappend angebracht und mit Eisennägeln verbunden. Die Zwischenräume wurden mit einer Schicht Teer abgedichtet. Der Bau begann immer am Kiel. Dann folgten die Planken vom Bug in Richtung Heck. Planke für Planke bis zur Wasserlinie und den zwei oder drei obersten Planken. Nach der Beplankung wurde der Schiffsboden eingesetzt. So bauten die Skandinavier ihre typischen Schiffe. Zuerst die Planken, dann die Spanten. Diese kompakten Holzboote sind weder sehr sicher, noch können sie viel Ladung transportieren. Etwa im 8. Jahrhundert ergänzen die Wikinger die Konstruktion um ein Segel. Diese bahnbrechende Verbesserung verändert alles. Das Segel an sich war nichts Neues. Auf dem Indischen Ozean und im Mittelmeerraum kannte man es seit Jahrtausenden. Doch erst jetzt wurde es in Skandinavien eingesetzt. Ein Langschiff mit einem Segel auszurüsten, eröffnete ganz neue Möglichkeiten. Aber es war sehr kostspielig und aufwendig, Segel und Takelage herzustellen. An einem Segel von 120 Quadratmetern arbeitet eine Gruppe von 20 Frauen oft 2 Jahre lang. Das Tuch wird von Hand gefertigt, aus der Wolle von etwa 200 Schafen. Das Segel ist kostbarster Bestandteil des Schiffs. Durch die Ruder, den schmalen Rumpf und den Kiel hatte man ein sehr wendiges Schiff, das hohes Tempo erreichen konnte. Die Schiffe waren sehr gut, weil man sie vorwärts und rückwärts rudern konnte. Man ruderte an die Küste, lief an den Strand, sprang anschließend wieder in die Boote und ruderte weg. Und wenn man mit dem Segel den Wind nutzte, konnte man plötzlich endlos weit fahren. Das war der Auslöser. Er verwandelte diese alte Gemeinschaft von Kriegern, die Helden verehrten und ihre Nachbarn ausraubten, in die neue Gesellschaft der Wikinger. In Piraten. Nicht länger nur auf Muskelkraft angewiesen, steuern die Wikinger entlegene Ziele an und erkunden die Geheimnisse der Hohen See. Ihre verbesserten Langschiffe haben Platz für mehr Ladung. Aber noch gibt es ein Problem. Handel ist ein mühsamer Weg zum Reichtum und bringt keinen Ruhm ein. Warum sich nicht einfach nehmen, was man haben will? Man konnte auf 2 Arten reich werden, als Händler oder Räuber. Entlang der englischen Küste gab es Klöster und Kirchen, voller kostbarer Güter aus Edelmetall und völlig ungesichert.
Leichte Beute für die Skandinavier. Sie raubten sie aus und verschwanden. Die ersten Überfälle richten sich gegen abgelegene Klöster. Britannien erhält einen bitteren Vorgeschmack auf die Wikingerzeit. Im späten 8. Jahrhundert war Britannien in viele kleine Königreiche aufgeteilt. Die Bevölkerung war christlich. Die Wikinger sind noch keine Christen. Sie betrachten die vielen Kirchen im Land nicht als heilige Stätten. Für sie sind es ungeschützte Schatztruhen, die geplündert werden. Die Kirche war unfassbar reich, das muss man so sagen. Sie besaß riesige Ländereien. Und vor allem im Norden gab es kaum Städte. Die Könige kamen und gingen. Und die wenigen Orte, an denen sich Reichtum und Menschen ansammelten, waren die Klöster. Sie wurden meist an entlegenen Orten errichtet, häufig an der Küste oder auf kleinen Inseln. Damit demonstrierten sie ihre Hingebung zu Gott in Abgeschiedenheit. Bis Ende des 8. Jahrhunderts nehmen die Bewohner der britischen Inseln kaum Notiz von den Wikingern. Die ersten Überfälle bleiben fast unbemerkt. Die angelsächsische Chronik erwähnt einen Vorfall bei Portland in Dorset. Drei Langschiffe trafen ein. Der Verwalter des dortigen Königs wurde getötet. Man konnte annehmen, der Mann habe sich im Hafen mit Händlern getroffen, um Steuern zu kassieren. Dass also eine Gruppe von Handelsreisenden angekommen war. Aber irgendetwas lief schief und der Verwalter wurde getötet. Tatsächlich war es ein Überfall der Wikinger. Andere Quellen deuten an, dass die Menschen die Gefahr dieser Überfälle allmählich begriffen. Die Zahl der Angriffe nimmt zu. In der Aussicht auf Beute und Ehre überfallen die Kämpfer aus dem Norden immer mehr Orte und verschwinden danach seelenruhig wieder. Die Wikinger kommen, wird zum Schreckensruf. Etliche Überfälle tauchen gar nicht in der Chronik auf. Vermutlich waren es noch viel mehr. Im Sommer des Jahres 793 segelt eine kleine Wikingerflotte über die raue Nordsee. Ihr Ziel ist das reiche Kloster auf Lindisfarne. Die Gezeiteninsel an der Nordostküste Britanniens gilt als Heiligtum, ein Zentrum des frühen Christentums. Die Mönche hier hüten die Gebeine des heiligen Cuthbert und schützen die Reliquie mit ihrem Leben. Lindisfarne war ein großes, betriebsames Zentrum. Wegen seiner Insellage betrachten wir es als einsam und still. Aber das stimmt nicht. Dort lebten vermutlich hunderte Mönche. Außerdem die Menschen, die das Land bewirtschaften. Und es gab mehrere Kirchen.
Die Mönche unterstehen dem Abt, der zugleich eine politische Figur ist. Und Lindisfarne ist das wohlhabende Zentrum einer Vielzahl kleinerer Klöster. Es wimmelte dort von Menschen. Ende des 8. Jahrhunderts können die Wikinger jederzeit über die Nordsee segeln und angreifen. Sie wählten Lindisfarne aus, weil es ein prestigeträchtiges und isoliertes Ziel an der Küste war. Ein Ort, den sie schnell angreifen und ohne Risiko wieder verlassen konnten. Das war sorgfältig geplant. Es gibt Beweise dafür, dass sie die Insel vorher ausgekundschaftet hatten. Sie wollten gefahrlos zuschlagen und möglichst ohne Verluste wieder zurückkehren. Es geschah im Hochsommer. Das Eintreffen einiger Boote kam offenbar niemandem auf der Insel verdächtig vor. Sie wollten zunächst die Kontrolle übernehmen. Eine Gruppe sicherte wohl sämtliche Fluchtwege von der Insel. Die andere überwältigte die Bewohner. Mit der Flut wird Lindisfarne vom Festland abgeschnitten. Der schmale Landzugang verschwindet im Meer. Die Nordmänner greifen an. In der Gewissheit, dass niemand mehr ihren Plan vereiteln kann. Die Wikinger konnten die Insel ungehindert überfallen. Es wäre sehr schwierig gewesen, den Bewohnern zu Hilfe zu kommen. Ein Angriff muss so heftig erfolgen, dass jeder Widerstand im Keim erstickt wird. Genau darum ging es den Wikingern. Die Mönche sind an den Anblick von Kriegern gewöhnt, aber sie haben noch nie Wikinger gesehen. Menschen erkannten sich damals am Aussehen. Die Wikinger hatten andere Frisuren, andere Waffen und ihre Schilde andere Farben als die angelsächsischer Kämpfer. Schnell wurde klar, dies war keine Gruppe einheimischer Krieger. Die Angelsachsen waren auf so einen Angriff nicht vorbereitet. Auf den Schock, dass ein Kloster überfallen wurde. Christliche Krieger hätten Skrupel gehabt, christliche Stätten anzugreifen. Die Wikinger nicht. Sie raubten Gold und Silber, das sich einschmelzen ließ, also Münzen und Kunstgegenstände. Für Christen waren Relikte wie die Gebeine eines Heiligen kostbar. Für die Wikinger ihre glänzenden Behältnisse. Die Knochen nahmen sie einfach heraus. Solche Objekte finden sich manchmal intakt in norwegischen Wikingergräbern. Kleine, wie Häuser geformte Schreine tauchten in Skandinavien auf. Oft wurden die Gegenstände auch zerlegt. So findet man beispielsweise den abgerissenen Verschluss eines Buches. Die Wikinger waren keine Christen. Die Bibel hatte für sie keinerlei Wert. Aber seinen Verschluss oder die Metallornamente konnten sie mit nach Hause nehmen und zu Schmuck wie einer Brosche umarbeiten.
Die Wikinger erbeuten auf Lindisfarne wahre Schätze. Und sie rauben auch Menschen. Sie suchten nach Sklaven. Dazu mussten sie nur durch die Höfe gehen. In den Außenbereichen des Klosters griffen sie sich so viele Menschen, wie sie finden konnten. Junge Frauen und Männer wurden als Sklaven mitgenommen. Und Händler und Geistliche. Vielleicht konnte man für sie Lösegeld erpressen. Die Wikinger rauben, was sie transportieren können. Sie hinterlassen in Lindisfarne Tod und Zerstörung. Bald spricht man im ganzen Land über den brutalen Überfall. Die Christen sind entsetzt. Einige Funde aus der Zeit sind erhalten. Darunter ein Stück Mauerwerk aus Lindisfarne. Der Doomsday Stone. Eine Seite bildet ein Kreuz ab, daneben Sonne und Mond. Aber bedeutender ist die Rückseite. Sie zeigt eine dicht gedrängte Gruppe von Kriegern, die ihre Waffen und Äxte schwingen. Es ist die Darstellung der Wikinger. Eine Erinnerung daran, wie schutzlos Lindisfarne gegen Angriffe von außen war. Zeitgenössische Quellen spiegeln den Schock dieses Überfalls wider. Offenbar wurden einige Mönche getötet, andere entführt. Ein Brief aus jener Zeit lässt vermuten, dass es nach dem Angriff auf Lindisfarne Verhandlungen über ihre Freilassung gegeben hat. Lindisfarne war ein Teil der christlichen Welt und gut vernetzt. Geistliche und Schriftsteller der Kirche standen in ständigem Kontakt miteinander. Die Nachricht vom Überfall auf Lindisfarne verbreitete sich sehr schnell. Der Gelehrte und Geistliche Elquin aus Northumbria, der damals am Hof Kaiser Karls des Großen lebte, erfuhr von dem Überfall und schrieb aus dem Palast des mächtigsten Königs Europas einen Brief an Hicbald, den angelsächsischen Bischof in Lindisfarne. Darin heißt es, ich hörte von diesem abscheulichen Angriff und er bot Hilfe bei der Befreiung einiger Sklaven an. Einige Gelehrte fragten sich, wie sehr man den Berichten der Mönche über die Schreckenstat der Wikinger glauben konnte. Ob sie nicht übertrieben hatten. Alcuin schilderte in seinem Brief den Horror des Massakers und der Plünderung dieses heiligen Ortes. Aber er versuchte auch, den König, die Geistlichen von Northumbria und alle weiteren Adressaten von einem tugendhafteren Leben ohne Sünden zu überzeugen. Er betrachtete den Überfall als eine Strafe Gottes. Laut anderen Quellen soll die Jugend in Northumbria schon vor der Wikingerzeit deren Lebensstil angenommen haben. Für katholische Geistliche wichen sie damit vom rechten Weg ab. Nach den Überfällen behaupteten sie nun, Gott habe diese Heiden geschickt, um sie zu bestrafen. Die Kirche hatte also ein Motiv, die Angriffe noch blutiger und grausamer darzustellen.
Fränkischen Quellen zufolge wollten die Wikinger die Mönche gar nicht umbringen, sondern mit ihnen Lösegeld erpressen. Demnach wurden nur einige Leibeigene getötet und die Mönche bauten die Klöster anschließend wieder auf. Das zeigt, dass nicht die Mönche ihr Ziel waren, sondern die Schätze der Klöster. Die angelsächsische Chronik beschreibt Lindisfarne als Schlüsselereignis. In den Annalen heißt es, nach dem Überfall habe es schreckliche Vorzeichen gegeben. Schlechtes Wetter, eine Hungersnot, man habe Drachen durch die Luft fliegen sehen. Das spricht für die These, dass dies eine gute Gelegenheit war, die Bevölkerung zu beeinflussen. Ab dem späten 8. Jahrhundert überfallen die Wikinger weiter Klöster entlang der britischen Küsten. Sie verbreiten ein Klima der Angst. Selbst die schottische Ostküste ist nicht mehr sicher vor ihren Überfällen. Der kleine Fischerort Port Mahomack mit seinem reichen Kloster wird zum Ziel für die Wikinger. Port Mahomack liegt rund 60 Kilometer nordöstlich von Inverness. Von ihren Erfolgen beflügelt, gehen die Wikinger immer brutaler vor. Sie legen große Teile der Gebäude Port Mahomacks in Schutt und Asche, plündern Werkstätten, zerstören bedeutende Kunstwerke, rauben alles, was ihnen wertvoll erscheint. Dutzende Dorfbewohner und Mönche fallen ihnen zum Opfer. Die Flammen fraßen sich durch das Kloster und die nördlichen Werkstätten. Offenbar zerstörten die Wikinger auch mutwillig wertvolle Skulpturen der Pikten. Die kirchlichen Chroniken neigen zwar dazu, das Ausmaß der Gewalt zu übertreiben. Doch archäologische Funde bezeugen das brutale Vorgehen der Angreifer. Etliche Skelette zeigten Spuren schwerer, tödlicher Verletzungen. Einige schottische Mönche wurden offenbar mit einer langen Klinge getötet. Einer von ihnen wurde sogar enthauptet. Port Mahomack wird praktisch ausgelöscht. Die Wikinger waren notorische Brandstifter. Sie plünderten die Klöster und brannten sie vor den Augen der Bewohner nieder. Das war ein Grund für ihren schlechten Ruf. Für die Wikinger war dieses Vorgehen notwendig, denn sie waren abergläubisch und überzeugt, sie würden ansonsten von Rachegeistern heimgesucht. Deswegen legten sie die Feuer. Hatten sie den Ort bis auf seine Grundmauer niedergebrannt, fühlten sie sich sicher, dass die Geister ihnen nicht nach Hause folgten. That's why they did it. Nach dem Überfall begraben die Überlebenden von Port Mahomack ihre Toten und beginnen mit dem Wiederaufbau. Allmählich kehrt Normalität zurück, bis der Ort erneut von Wikingern geplündert wird. Ähnlich ergeht es vielen Orten in Britannien.
Es dürfte auch kein Zufall sein, dass weitere Überfälle auf Klöster im gleichen Jahrzehnt stattfanden. In Lindisfarne, Jarrow, Monkwarmouth, danach Iona. Wenig später einige der irischen Klöster, wie das in Bangor. Alle wurden im gleichen Zeitraum überfallen. Die Wikinger waren keine unbekannte Größe. Seit dem Überfall von Lindisfarne im Jahr 793 werden sie immer aggressiver. Und sie stecken sich in den folgenden Jahren immer höhere Ziele. Sie gewinnen an Dreistigkeit und Erfahrung, planen immer größere Angriffe auf noch größere, ehrgeizigere Ziele. More ambitious targets. Die Wikinger rüsten auf, konstruieren bessere Boote und greifen in kürzeren Intervallen an. Ab Mitte des 9. Jahrhunderts ändern sie ihre Strategie. Die Dinge ändern sich, als Britanniens Geographie den Wikingern vertrauter wird. Und auch die politischen Verhältnisse. Aber es dauert noch eine Weile, bis sie in England dauerhaft Fuß fassen. In den Jahren bis dahin bauen die Wikinger eine militärische Struktur auf, gewinnen noch mehr Kenntnisse, greifen weitere Orte an. Sie arbeiten sich die Küsten von England und Irland entlang. Sie sind praktisch auf Entdeckungsreise und sammeln Informationen. Dadurch sind sie noch schlagkräftiger, als sie später mit größeren Armeen anrücken, um England zu erobern und sich hier niederzulassen. Sie werden ortskundiger und immer selbstbewusster, wenn sie zu ihren schnellen Überfällen nach Britannien kommen. Sie erkennen, dass sie Britanniens Bevölkerung auch dauerhaft ausbeuten und das Land erobern können. Die Menschen sind besorgt, dass sie bald nicht nur zu Blitzangriffen kommen, sondern langfristig bleiben und sich festsetzen wollen. Die britischen Inseln bieten fruchtbares Land mit sanften Hügeln und gutem Ackerboden. Ganz anders als Skandinavien. Die Wikinger errichten Lager für den Winter. Sie schmieden Pläne, verüben weitere Überfälle und werden immer stärker. Ihr nächstes Ziel soll die große, wohlhabende Stadt Iofforvik sein, das spätere York. Schon bald werden die Wikinger die politische Landschaft Englands auf den Kopf stellen. Sie werden das ganze Land verändern und für viele Jahrhunderte Sprache, Gesellschaft und Kultur der britischen Inseln prägen.